vielleicht, weil dieses Format, das wir organisieren, nennt sich Lunch Break. Und ihr habt schon gesehen, da hinten ist ein kleines Buffet, das wir von der Manifesta immer sponsern in dem Rahmen. Und das soll insgesamt ein eher aufgelockertes Format sein. Also vielleicht wäre es auch nett, wenn ihr ein bisschen nach vorne kommt, weil das ist auch für uns dann sozusagen ein bisschen witziger, wenn jetzt alle so ein bisschen näher an uns dran sitzen. Wenn nicht, geht's auch nicht. Okay, wie gesagt, die sogenannte Lunch Break-Reihe, die wir organisieren, ist ein spezielles Format, wo es darum geht, dass wir mal zeigen, was die Manifesta macht in dieser Stadt. Also, und das Spannende ist an dieser Reihe ist, dass wir jeweils mit Mitarbeitern, mit Spezialisten aus der Manifesta kommen und aus deren professioneller Perspektive die Themen der Manifesta ein Stück weit spiegeln wollen. Und das ist, wir hatten einen Lunchbreak im letzten Monat, das schon in der Kunstgeschichte der Uni Zürich stattgefunden hat. Und da bin ich mit unserer Generaldirektorin da gewesen, Generalkoordinatorin Nathalie Huser. Sie konnte sozusagen ganz allgemein über die Strukturen der Manifesta was sagen. Und ihr in dem Rahmen hier als Kunststudenten habt es das Glück, mit Thomas Engelbert, der selber Künstler ist und der die Produktion auch ein Stück weit leitet seit Jahren der Manifesta, also in verschiedenen Formaten schon stark involviert war, dass er euch sozusagen einen Einblick gegeben kann in seine Arbeit und auch ausgehend von seiner Arbeit spiegeln kann, was für Themen die verschiedenen Manifesta-Formate hatten und welche Ideen bestanden haben und was rausgekommen ist. Ich möchte ganz allgemein nochmal eingehen. Ich hoffe, jeder hier kennt die Manifesta. Vielleicht können wir das mal als Umfrage nochmal kurz starten. Das ist inzwischen, sollte es in der Kunstszene hier zumindest angekommen sein. Also, was ist die Manifesta? Vielleicht ist das weniger bekannt immer noch. Also, die Manifesta, sagt man, ist die dritteinflussreichste Biennale, das einzige nomadische europäische Kunstprojekt, das alle 2 Jahre seinen Standort wechselt. Dritteinflussreichste Biennale heißt in dem Fall Documenta Platz 1. Ist nicht wirklich eine Biennale in dem klassischen Sinne, aber wird so bezeichnet dann eben in dem Rahmen dann natürlich die Venedig-Biennale als Platz 2 und dann wäre dann auch schon die Manifesta als Platz 3. Das sind Das sind Spekulationen. Spekulationen, wird aber so vorkommuniziert. Ja, aber da könnten wir jetzt überlegen, wie man das wie festmacht, aber ja. Spannend bei der Manifesta und das habe ich ja schon gerade hingewiesen, ist, dass es ein nomadisches Projekt ist. Also sprich, die Manifesta wird initiiert von der Manifesta Foundation und lokalen Partnern und Stiftern. Also sprich, Städte können sich bewerben für die Manifesta. Und die Manifesta kommt dann in die Städte und entwickelt jeweils ein komplett neues Konzept. Also die Manifesta reproduziert nicht Konzepte, sondern entwickelt site-spezifische Konzepte an den Orten. Und das ist auch, glaube ich, eine relativ spezielle Geschichte. Also, und führt auch wirklich zu völlig anderen Ansätzen, völlig anderen Zugängen. Und wie ihr vielleicht auch gehört habt, ist diese Manifesta in Zürich auch relativ speziell, weil wir das erste Mal einen Künstler als Kuratoren haben, was auch einen relativ speziellen Blickwinkel also auf Ausstellungsproduzieren und kuratorische Settings überhaupt wirft. Und dann eben, also es gibt sozusagen gewisse ideologische Grundstrukturen, könnte man fast sagen, auf die Manifesta zurückgreift. Also die Manifesta versucht einen europäischen Dialog zu ermöglichen. Auch das haben wir es soll eine Plattform für künstlerisches und urbanes Experimentieren bieten und die Verbindung von zeitgenössischer Kunst und Gesellschaft stärken. Also das ist wirklich auch ein Auftrag der Manifesta, Kunst zu vermitteln. Also es gibt immer ein sehr starkes Mediationsprogramm, aber auch wirklich Kunst in die Breite der Öffentlichkeit zu tragen. Und da kannst du vielleicht auch noch mal was drüber erzählen, inwieweit das auch bei den verschiedenen Manifesta-Projekten davor geklappt hat. Wo war die Manifesta überall? Also wir sehen jetzt hier mal eine kleine Karte. Der orangene Punkt ist Zürich, also wo sie dann stattfinden wird. Aber ich kann jetzt auch mal auf die Liste drauf gehen. Es gab bisher 10 Manifesta-Ausstellungen. Die erste Manifesta-Ausstellung war in Rotterdam 1996 hat die stattgefunden. Die letzte in St. Petersburg 2014. Und nächstes Jahr eben hier in Zürich wird die Manifesta 11 stattfinden. Ja, und ich würde jetzt nur noch sagen, also es ist mal ganz, das war jetzt als ganz allgemeine Einführung von meiner Seite. Für alle Leute, die Informationen noch haben wollen, gerne auf unsere Webseite gucken. Da sind jetzt inzwischen auch Informationen drauf. Und dann würde ich auch schon an Thomas übergeben, dass du in deine Präsentation einsteigen kannst. Und wie gesagt, wir planen das jetzt. Also Thomas hat sich jetzt vorbereitet für eine Weile. Er hat auch zugestimmt, ihr könnt Fragen reinstellen und sonst gehen wir einfach mal los und wenn er durch ist, dann
sind alle eingeladen, Fragen zu stellen. Wenn keine Fragen kommen, dann muss ich ihn befragen. Okay. Genau, also irgendwas konkrete Sachen sind, entweder plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen oder ihr unterbrecht, wann immer es klar ist, ein kleiner Kreis wird wohl gehen. Müssen wir einmal, steigen wir auf meinen um. Ich kann schon mal kurz, als früher war ich mal am internationalen Recht, hatte ich eigentlich mal einen Studienplatz, dann habe ich im Endeffekt zeitgenössische Kunst in Bremen und später in Barcelona studiert. Bin während des Studiums schon zum, sagen wir mal, Produktionsassistenten meines Profs geworden, der derzeit Projekte für ja, Skulptur im öffentlichen Raum hatte. Bin damit auch mehr und mehr in die Produktion gekommen, habe mich neben meinem eigenen künstlerischen Treiben viel damit befasst, wie werden Dinge eigentlich umgesetzt, weil ja, Kunst wurde mehr und mehr konzeptueller und einfach habe ich oft gesehen, ja, das sind tolle Ideen, aber wie mache ich das plastisch? Was muss ich bedenken? Hat mich gewissermaßen interessiert. Bin so ein bisschen in die Schiene gekommen, habe 10, 15 Jahre meine eigenen Arbeiten entwickelt, wo nie ein Pfennig mitkam und habe dann für Galerien, Künstler, Museen etc. Produktionen gemacht. Irgendwann suchte Manifesta einen technischen Direktor und zwar in Südspanien. Dann ging es um den Dialog mit Nordafrika. Und dort bin ich dann gewissermaßen als technischer Leiter erst und inzwischen Exhibition Director eingestiegen. Ganz kurz, ich habe viel mit Strukturen. Das sind so, hier haben wir 500 Quadratmeter konfuse Strukturen im Himmel, die ein klares Grid auf den Boden zeichnen, also Schattenarbeiten. Das ist war eine, aus einer Reihe von Anarchitekturen, die ich gebaut habe. Das ist schusssicheres Material. Aufgehängt auf über 10 Meter Höhe zwischen vier Bäumen. Das war kurz nach den 9-11-Attacks in den Vereinigten Staaten. Da hatte ich das in Kanada gebaut. Einfach sowas könnte ich mir ausgedacht haben, habe ich mir ausgedacht. Und dann irgendwann halt Manifesta. Genau. Manifesta 8 haben wir jetzt angefangen. Ich denke, Zürich ist für uns eigentlich auch wieder, ich sag mal uns, während ich auf der anderen Seite sage, ich bin eigentlich Freelancer und habe von der Manifesta gewissermaßen als derzeit, glaube ich, einziger Künstler im Team mehr oder minder den Auftrag, da kommen Künstler, die haben Ideen, sieh zu, dass das irgendwie hinkriegt. Das geht los von den künstlerischen Arbeiten an sich, vor allen Dingen aber auch die Ausstellungsorte. Historisch betrachtet, ich weiß nicht, hattest du es gesagt, man muss sich die Manifesta vorstellen, es geht Kalter Krieg, neues Zusammenfinden von Europa, verschiedene Kulturschaffende fragen sich eigentlich, was ist europäische Kultur, kann man sowas definieren oder auch nicht, und suchen dementsprechend nach einem eher flexiblen Tool, das immer wieder in unterschiedlichen Kontexten und auch an den Rändern guckt, wo stehen wir. Wo steht man untereinander? Hier ist es jetzt ganz interessant. Wir sind eigentlich in der Mitte von Europa, aber an einem Ort, der zumindest politisch nicht zu diesem Europa gehört. Wenn das letzte Mal in Russland halt, sind wir geografisch noch in Europa und St. Petersburg wurde ja als Tor zu Europa gebaut. Denn gerade da in dem Moment dieses Glasnost und Perestroika hatten sich extrem abgekühlt. Es wehte eigentlich wieder ein eiskalter Wind, so eine Abtrennung und eher eine Distanzierung von Europa. In welchem Kontext befinden wir uns immer? Wie geht man damit um? Insofern Murcia, sehr historische Region. Die Römer sind durchgelaufen, die Araber sind durchgelaufen. Murcia Cartagena war zu Francos Zeiten noch, also unter der Diktatur, war das eine Hochburg des Militärs. Da waren so richtig James Bond-mäßige Träume von einer Supermacht mit U-Boot, bunkert in Bergen eingelassen, wo man vom Meer direkt hinfahren konnte. Aber Murcia war ruiniert und eigentlich in Vergessenheit geraten und hatten aber einen sehr ambitionierten Cultural Minister, der sagte, wir wollen uns auf der europäischen Karte präsentieren und wir wollen, dass die Welt weiß, uns gibt's und hier geschieht was und dass dann möglicherweise auch mehr Leute kommen. Dementsprechend wurde die Manifesta eingeladen mit ja, einem sehr komplexen Prozess, sollte um den Dialog zwischen Europa und Nordafrika gehen, thematisch. Und es sind drei kuratoriale Kollektive eingeladen worden.
rund um diesen Dialog zu arbeiten. Da waren dann im Endeffekt Curators von, ja, von der Slowakei über Österreich bis Ägypten dran beteiligt, die im Endeffekt alle versucht haben, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Im Endeffekt hatten wir mit 110 Künstlern, haben wir versucht, 110 künstlerische Arbeiten zu bauen. Wir hatten über 14 Venues, während Moos ja eigentlich keine Infrastrukturen hatte, ist insofern auch eigentlich typisch, passt auch zum Manifesta im Versuch, irgendwas zu hinterlassen, dass sie gesagt haben, wir sind aber ganz viele tolle Ruinen. Nehmt euch doch solche Ruinen. Insofern, wir sind eigentlich oft mit Ruinen angefangen. Also ganz kurz, wir hatten Murcia, dann gehe ich kurz auf Belgien ein, dann auf Russland und dann kommen wir in die Schweiz. Hier haben wir halt, das Ding war über 30 Jahre, die alte Post von Murcia, über 30 Jahre unbenutzt. Da hat der Besitzer eigentlich versucht, das Gebäude zu ruinieren, weil er es abreißen wollte, obwohl es denkmalgeschützt war. Bis wir dann gekommen sind, dann hatten wir einen alten Knast zum Beispiel, wo wir tatsächlich noch Häftlinge dann mit übernommen haben, um das Ding zu adaptieren, die dann in den dritten Grad, also wieder Eingliederung kam. So sieht das dann möglicherweise aus in unseren zukünftigen Ausstellungsräumen. Dann hatten wir eine 25 Jahre verlassene Kohlebergwerk in Belgien. Und eigentlich aus meiner Sicht sehr untypisch für Manifesta war dann plötzlich den Zahnpalast. Hier, da geht es dann plötzlich um eine ganz andere Dimension. Da geht es weniger um bestehende Infrastrukturen und eine Aufwertung in dem Kontext, sondern Peter der Große hat die Hauptstadt ans Meer gebracht, hat einen Ort gesucht, wo es eine Öffnung nach Europa war, war der erste russische Zar. Bis dahin, also bis zu seinem Vater, waren das halt Oligarchen, auch Kirchenfürsten. Er war der Erste, der sich europäisch eigentlich eher gekleidet hat und eigentlich der erste Kunstsammler. Er hat auch dann erste, zweite, dritte Gebäude dieses Zarenpalastes. Da hatte er seine eigene Sammlung, die eigentlich als erstes öffentliches Museum der besseren Klasse St. Petersburg zugänglich gemacht wurde. Und da ging es um den Dialog mit Europa, aber auch um die Frage, was bedeutet das Fördern und Produzieren von zeitgenössischer Kunst. Und da kam halt die 250 Jahre Hermitage mit den 20 Jahren Manifesta zusammen oder auch nicht. Ja, und dann sind wir in Zürich, wo gut, da gibt es ein bisschen historische Substanz, wird hier meiner Ansicht nach ganz gerne weggebombt und dann wird ganz modern drumherum gebaut. Das Löwenbräu-Areal wird hier sicherlich einer der Haupt-Institutional Hubs werden. Gehe ich aber ein bisschen später noch drauf ein. Wenn wir also kommen, dann wäre eigentlich, wie fangen wir an zu arbeiten? Auf der einen Seite, eine Region lädt die Manifesta ein und die Manifesta trifft eine Vorauswahl, lädt eine kleine Vorauswahl von Personen ein, die, wo unser Advisory Board meint, die könnten möglicherweise interessant sein in unserem Kontext. Die bewerben sich dann mit einem konkreten Vorschlag für diesen Ort und für die Situation. Und dann wird ermittelt, wer wird der nächste Curator oder ein Kollektiv oder in diesem Fall ein Künstler. Vielleicht wird es das nächste Mal ein Architekt oder ein Urbanist oder ein Soziologe. Das weiß man alles noch nicht genau. Gleichzeitig würden wir anfangen zu sagen, was sind mögliche Räume, wo können wir arbeiten. In diesem Fall halt das Postgebäude, so sah das innen drin raus, als wir da reinkamen. Dann ist die Frage, gut, was muss man mit so einem Ding machen, um einen Ausstellungsort draus zu machen? Was sind so die Minimen? Wie steht sowas möglicherweise im lokalen Kontext? Gibt es da noch Empfindungen der lokalen Bevölkerung solch einem Ort gegenüber? Wie kann man damit umgehen? Was erwarten wir möglicherweise auch von uns selbst? In solchen Fällen, wir haben also nie gesagt, wir bauen das Ding jetzt komplett fertig und machen hier einen White Cube draus. Dann ist halt die spezifische Memory of some place, würden wir eigentlich versuchen zu halten, zu wahren. Dann sagen, wenn ich eine weiße Wand brauche, dann baue ich explizit diese weiße Wand. Den Rest lasse ich so, dass er sicher ist, zugänglich ist und man spielt möglicherweise dann mit den Räumlichkeiten. Oft ist in Spanien, gut, die haben zwar ein Projekt eingekauft, hatten aber eigentlich gar kein Geld. Und dann haben wir mit einer Gruppe von diesen
Häftlingen in Resozialisierung, die gesagt haben, die dürfen raus, wenn die was zu tun haben, war da der Fall. Und das war so eine Truppe, die so, scheißegal, hol mich hier raus, ich mache alles mit. Und es war eine fantastisch schlagkräftige Truppe eigentlich. Mit denen haben wir dann dieses Gebäude, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, da haben wir dieses Gebäude halbwegs wieder auf Vordermann gebracht. Und ja, irgendwann wird dann, habe ich ja später, je nachdem wie viel Zeit man gerade hat, ist dann irgendwann hoffentlich Eröffnung. Da liefen wir am Ausstellungstag, liefen wir noch über Generatoren, weil die Stadt den Stromanschluss nicht hingekriegt hatte. Das brach dann zwischenzeitlich zusammen, dann war die Programmierung wieder hinüber. Hier sind so zwei, drei Beispiele. Ein Fog Room von Ann-Veronika Janssen, sehr konzeptuell eigentlich. Oder ein ägyptischer Künstler, der mit Fotografie kam. Also in so einem Fall wird dann eine Wand eingezogen, die den Bedürfnissen der jeweiligen Arbeit dann entspricht. Hier kann ich vielleicht mal dann, das ist so eine klassische New Commission, bisschen von der Arbeit erzählen. Simon Fujiwara, ein junger, in Großbritannien ansässig, ein bisschen Japaner, ein bisschen Lateinamerikaner, eine Mischung aus vielen verschiedenen Dingen, wurde eingeladen, halt spezifisch für diese Manifesta Europe in Dialogue with Northern Africa eine Arbeit zu entwickeln. Und er war eine Weile in der arabischen Welt rumgereist, in den Arabischen Emiraten gewesen unter anderem, ohne einen spezifischen Ort zu nennen, und kam dann mit einem Projektvorschlag Fallacies. Und diese Arbeit ist konkret auch für diesen Ausstellungsort dann entwickelt worden. Die witzige, ganz witzige Story eigentlich dahinter, wo es sagt, wie weit sind sich Kulturen unterschiedlich oder nähern sich an. Der Plot ist, wir haben ein reiches Land im Orient, das überlegt, wo ist eigentlich der große Unterschied zu den westlichen Kulturen zwischen uns? Wir haben Geld, wir haben Reichtum, wir haben neue Shopping Malls. Was unterscheidet uns möglicherweise? Teil dessen ist unsere eigene Geschichte. Wo sind unsere archäologischen Museen? Wo sind unsere historischen Museen? Und dann bekommt eine, das ist ein Real Case, auf dem das Ganze basiert, dann bekommt eine britische Firma für Museografie den Auftrag, zum einen Ausgrabungen zu gestalten und zum zweiten ein Museum der eigenen Geschichte und Archäologie zu entwickeln. Und die buddeln hier und da ein bisschen rum, machen Ausstellungskonzepte, und unter anderem werden in Ausgrabungen wird ein säulenartiges Gebilde gefunden, was sich mehr und mehr als doch sehr überdimensionaler Phallus aus einer präislamischen Zeit entpuppt. Das Ganze erzeugt relativ viel Wirbel. Staatsoberhäupter kommen, der Geheimdienst kommt, in der Nacht- und Nebelaktion verschwindet dieses Ding wieder, als hätte es nie existiert. Weil es halt ein Artefakt ist, dass auch wenn wir uns auf der einen Seite vielleicht für unsere Geschichte interessieren, auf der anderen Seite in die derzeitige gesellschaftliche Situation passt das nicht rein, wir können nicht darüber sprechen, also muss das Ding wieder weg. Und Fujiwara geht zu den verschiedenen Teams, die hier dran gearbeitet haben, und arbeitet aus der Erinnerung diese Geschichte wieder auf und baut praktisch den Arbeitsort der Archäologen nach und arbeitet mit den Archäologen Modelle, wie das normalerweise in der Museografie gemacht wird, Modelle dieses Dings zu entwickeln. Und dann ist das, die Arbeit ist im Endeffekt dieses gesamte Environment, dieses Workshops, bis hin zu einem 1:1 Modell von diesem vermeintlichen Artefakt. Da kommt dann so ein, allein der Transporter passt nicht durch die engen Straßen der Innenstadt, und dann kam der auch erst spät nachts, dann hatten wir ein paar Kollegen beim Militär, die wurden dann mobilisiert, dann musste man diesen 5,5 Meter langen, 1 Meter großen Dildo da auf dem Marktplatz rausholen in so einer Prozession durch die Stadt, um dann irgendwo durch ein etwas größeren Fenster in dieses Gebäude reinzukommen. Also was dann da so dazukommt, ist eigentlich schon, und was für eine Aufmerksamkeit das natürlich und dann Gerede in so einer Stadt erzeugt, ist sicherlich Teil so einer Arbeit und wie sich die dann aufbaut. Bei diesem Gebäude ganz spezifisch war es so, der Eigentümer wollte das Ding abreißen und ein Casino daraus machen.
Man hatte das an den ersten Arbeiten gesehen, da war eigentlich nichts mehr davon zu sehen, dieser schöne weiß-schwarze Floor zum Beispiel. Da wir das dann mit ein bisschen politischem Druck nach über 30 Jahren wieder haben öffnen können, hat das so viel Wellen geschlagen, auch in der Bevölkerung von Murcia, dass die öffentliche Meinung ihn im Endeffekt gezwungen hat, das Gebäude zu erhalten und in seinen Neubau zu integrieren. Das ist dann für uns ein gelungener Fall von ja, Heritage, irgendwas doch zu hinterlassen von dem, was man da macht. Hier in Zürich ist halt alles eher doch schon sehr definiert. Das Einzige, was wir neu machen werden, komme ich später darauf zu. Ich gehe mal ein bisschen weiter, nächster Venue. Hier haben wir also zum Beispiel diesen Knast. Da sind die letzten 7 Häftlinge waren noch da. Wir haben dann mit der Gefängnisleitung eine Lösung gefunden, die zu integrieren. Die wurden dann bei uns Volontäre. Was hieß, die konnten bis zu 40 Euro pro Tag verdienen, was bedeutet mehr war als das, was sie in den Gefängniswerkstätten verdienten. Und die konnten sich halt relativ frei bewegen. Und ich dachte, naja, wenn hier jemand führen kann, dann bin ja wohl ich das. Insofern, die fühlen sich ganz wohl dabei. Es hat auch sehr gut geklappt. Dann gut, also Öffnung, dass man Durchgangswege schaffen muss, dass man ein bisschen aufräumt. Und dann wurde zum Beispiel in der Cafeteria, haben wir unsere Media Lounges gemacht. Wir hatten ein Künstlerkollektiv, das ja geforscht hat und Drucksachen, Soundtrailers, Audiovisuals produziert hatte und dann relativ simpel versuchen in so einem Gebäude eine Audiovisual Media Lounge in diesem Fall zu implementieren. Wo dann andere Dinge, also diese Gemälde kamen von Häftlingen, die waren einfach da. Da ist dann so eine Diskussion, muss es ein White Cube sein oder kann man mit sowas leben? Wir lassen es, weil es viel über den Ort an sich und die Geschichte erzählt. Hier sind wir schon in Belgien, das Kohlebergwerk, die Ruine. Das war auch wieder ein ganz besonderer Fall, eine Kleinstadt, Limburg. Die Minen, eigentlich die gesamte Region, die gesamte Wirtschaft der Region baute auf der fossilen Industrie und auf der Ausbeutung der Minen auf. Es brach eigentlich alles, was es dort gab, zusammen, weil mit dem Bergwerk hing die metallverarbeitende Industrie zusammen, der Energiesektor. Das bröselte nach und nach alles viel ineinander zusammen. Die Regierung in Limburg hat aber sehr früh angefangen, längerfristig zu denken, insofern, als dass die schon vor 20 Jahren Projekte angefangen haben zu sagen, das Letzte, was wir hier eigentlich vor die Hunde gehen lassen dürfen, ist die Kultur. Die haben sich viele Jahre im Vorfeld für Gelder bei der Europäischen Union beworben und waren jetzt an dem Punkt, dass sie sagten, an und für sich, wir sind so weit, dass wir hier zentral in Europa verankerten Standort für erneuerbare Energien, für Forschungssektoren etc. Aufbauen können oder starten können, nur weiß eigentlich keiner, dass Genk überhaupt existiert und was unsere Geschichte ist. Insofern wurde die Manifesta eingeladen. Wie gesagt, wir schaffen vielleicht 100.000 Besucher und vielleicht 5 Millionen Menschen kriegen über Presse und Medien mit, dass irgendwas geschieht. Also eine Region bekommt eine gewisse Sichtbarkeit. Auch hier wieder, da ging das los. Da war nichts mehr. Auch wieder sicher machen, zugänglich machen. Hier haben wir über 11 Kilometer mit 11 Kilometer Stromnetz angefangen, um überhaupt erstmal wieder Licht zu haben. Unsere Mittel sind eigentlich immer sehr begrenzt. So sah es dann im Endeffekt aus. Sehr viel geschieht dann über In-Kind-Sponsoring. Du sagst irgendeine Firma, hör mal, du machst doch Licht, kümmere dich ums Licht, kommst mit aufs Logo. Hier war zum Beispiel, wir hatten eine Gruppe von Architekten, die haben einen Bookshop- und Restaurantbereich entworfen. Alles aus Recycle-Gütern, Refunk. Nennt sich diese Gruppe, das sind Architekten, die auch selber bauen und halt aus eigentlich Industriemüll, der ringsrum war, ein mehr oder minder innovatives Konzept direkt in diese Mine einzubauen, um diese Orte dann sowohl als Ausstellungsstätten als auch als Orte, wo du was trinkst, wo du was isst, wo du andere Leute triffst, herzurichten. Und dann hatten wir hier kurze Unterbrechung, aber war das jetzt dieses Museum der Kohle- und Metallarbeiter schon drin in der Mine oder kam das dann zusätzlich mit euch? Komme ich jetzt gleich zu. Ah, okay, weil ein Museum war nicht drin.
Es gibt eine Vereinigung von Miners, von Ex-Bergleuten, also so Working Class Heroes, die hatten eine Sammlung von Dingen, die mit der Mine zusammenhingen, die hatten so einen gewissen Traum davon, mal eine Maquette, ein Modell von dem Gesamtkomplex zu bauen und wollten eigentlich ihr Museum entwickeln. Die Stadt wollte die ursprünglich rausschmeißen, um dem Manifesta Ort zu geben. Nun hatten wir hier, denke ich, persönlich großes Glück, Cuauhtémoc Medina, ein mexikanischer Curator, eigentlich mit sehr klaren Vorstellungen, so ein klassisches Beispiel von einem Kurator, der wirklich wie so ein Captain von einem Schiff ist, der weiß, wo er hin will, der weiß, wie der Kahn funktionieren soll in seinem Bild und der sehr weit bereit war, sich auf die dortige Situation einzustellen. Eine seiner ersten Entscheidungen war, ich möchte gerne, dass die Leute hier bleiben, wir integrieren die. Und dann hat er, was für die Manifesta auch erstmal sehr ungewöhnlich war, gesagt, ich will keine ausschließlich zeitgenössische Kunstausstellung machen, sondern um zu verstehen, wo wir hier sind und was die Bedeutung des Ganzen ist, müssen wir drei Komponenten berücksichtigen. Da haben wir einmal das Erbe, also kulturelles Erbe allgemein. Dann haben wir die Geschichte, die hinter diesem Erbe steht. Und dann, als vielleicht Sicht nach vorne käme, die zeitgenössische Kunst. Insofern hat er drei Sektionen erstellt. In der historischen Section, da ging das los mit einem Dinosaurierkopf, der in den Minen gefunden wurde. Ich gehe mal wieder zurück, wenn ich das jetzt kann. Im untersten Stockwerk war die Cultural Heritage. Das ist zum Beispiel einfach ein Ensemble von Gebetsteppichen, die mit der ersten Welle türkischer Arbeitsmigranten gekommen ist. Da gab es eine Ansammlung, die eher mit kulturellen Elementen, was definiert heute so eine Region wie diese Stadt Genk in Limburg. Das war ein Kaff von 3.000 bis 4.000 Einwohnern, bis dort Kohle entdeckt wurde. Innerhalb von wenigen Jahren hat sich zu einer Stadt von 50.000, 60.000 entwickelt, die dann Brüssel belieferten. Das ging natürlich nur, weil aus aller Herren Länder Menschen angekarrt wurden. Waren die ersten Konzepte von diesen Gartenstädten wurden dort implementiert. Man hat aber dort auch zumindest ursprünglich überhaupt nicht vorgesehen, Leute sprachlich zu integrieren. Es wurden Wohnviertel angelegt, ganz kuriose Stadt, dann gab es halt ein türkisches Viertel, dann kam wieder ein bisschen Wald, dann gab es das griechische Viertel, kam wieder ein bisschen Wald, dann waren irgendwo die Italiener, irgendwo waren die Deutschen, Französischen, Englischen eher Ingenieure, die dann in ja besser gebauten Häusern auch lebten, so eine scattered city, die über diese, ja, die sicherlich dann aber auch über 50 Jahre durchaus zusammengewachsen ist. In der Ausstellung im Ganzen ging es doch sehr darum, wie die Ausbeutung fossiler Ressourcen die Industrialisierung des 20. Jahrhunderts vorantreibt und im Endeffekt das 21. Jahrhundert vorbereitet. Und wenn durch die Heritage bis zur Historical, als wo kommen wir her, was war, wo gehen wir hin, also was konstituiert die Möglichkeiten der Zukunft, die wir heute haben. Da war dann so Thrills, wir wollten halt historische Arbeiten, hieß, wir müssten Climatized Box, wir mussten innerhalb von einem halben Jahr Museumskonditionen erzeugen. Wenn man irgendwie eine Arbeit leihen will, dann ist die erste Frage meistens, send me your condition report. Und ja, den haben wir vielleicht in 3 oder 4 Monaten. Wir bauen gerade erst an der Box. Hatten wir kurz, ich tippe in die falsche Richtung. Dann haben wir hier, war eine Ansammlung historischer Arbeiten, wie gesagt, Richard Long, die Coal Line, Christian Boltanski, David Hamilton. Hinten an als Referenz, unsere Reenactments nannten wir das. Duchamp hat ja eine der ersten Realismusausstellungen in Paris als Provokation gegenüber diesem Bürgertum, das zeitgenössische Kunst in der Zeit schätzte, hatte er die Decke mit 1000 Kohlesäcken, die von der Decke abhingen, überzogen. Man musste da so halbwegs reinkriechen, es war dreckig, stickig. Und, wir haben diesen... ein ziemlicher Aufwand ist, 1000 Kohlesäcke an die Decke zu hängen.
Dann hier ist eine der ersten zeitgenössischen Arbeiten, die eigentlich sehr schön war, sich dort sehr schön angepasst hat. Wir sind im ehemaligen Director's Room, haben hier eine Arbeit von Kwasheng Osun Ortegas. Der arbeitet seit vielen Jahren, Künstler, der mit Blattschneiderameisen arbeitet. Das ist praktisch seine einzige Disziplin. Wir haben hier eine Population, wir sind angefangen mit vielleicht 6.000, 7.000 Tieren, die sind, haben sich mehr als verdoppelt in der Zwischenzeit. Wir mussten unter anderem für die finden, das sind eigentlich lateinamerikanische Insekten, was futtern die? Wir haben also Frucht, Rosen etc., die waren ein bisschen selektiv, aber das hat sehr gut geklappt. Die schneiden halt Blätter, zerkauen die und formen dann einen Pilz wiederum. In diesem Pilz lebt der Bestand und ernährt die Larven, zieht die Königin etc. Ameisen kommunizieren über Stridulation, das ist so eine Art Scratchen. Wenn man so eine Blattschneiderameise ein bisschen quetscht und ans Ohr hält, dann kann man sowas hören. Und der Künstler hat ja, Mikrofone und Minikameras in diese Großstadt von Ameisen eigentlich eingebaut, und wenn die kommunizierten, wurde das von Sensoren aufgenommen. Die Sensoren gaben Signale an ein Computersystem, das unten drin eingebaut ist, und diese Schallplatten, die vorne sind, sind tatsächlich Aufnahmen von scratchenden Ameisen. Wir haben eigentlich die erste Platte scratchender Ameisen produziert. Und je nachdem, wann irgendwas da drin los war, die Sensorik, diese Impulse gab, dann wurde auch vorne gescratcht, sodass es für den Besucher hörbar wurde. Und nebenbei sind halt verschiedene Kameras und man konnte dann so Zoom-Einstellungen sehen. Das war ganz interessant zu versuchen, so einen Stamm unter Kontrolle zu halten, weil die sind auch sehr expansiv, die suchen sich Löcher, die schneiden hier und da rein. Finde ich als Arbeit ganz schön, weil es sowas eröffnet, einen Zugang zu Menschen ganz unterschiedlicher Ebenen. Also Kinder finden sowas spannend, aber auch Erwachsene. Man kann ganz oberflächlich dran gehen und es ist einfach eine spannende Sache zu betrachten. Man kommt dann aber auch in verschiedene Dimensionen, wo man über gesellschaftlichen Compound vielleicht reden möchte, über wie funktioniert ein System oder auch nicht. Wo ist das System delikat? Wenn die Temperatur sich ändert, dann fängt der Pilz möglicherweise an zu faulen, dann geht die Population kaputt. Es hängen sehr, sehr viele Dinge da mit so einer Arbeit zusammen, die ein großes Feld bieten. Hier eine ganz andere Art, auch wieder der Künstler wird eingeladen, den Ort, wir laden eigentlich alle Künstler immer ein, zuallererst, komm her, guck dir an, wo du bist, denk drüber nach, was ist der Kontext hier, nach Möglichkeit reagier erst dann, also nicht mit vorgefertigten Ideen zu kommen. Ein kroatischer Künstler, Nemanja Svivanovic, ursprünglich mit einer älteren Arbeit. Es geht ja Monument to the Idea of an International. Er nimmt eine kleine Musikuhr, steht im dritten Stock unseres Gebäudes, einfach so auf dem Sockel, ohne irgendwelche Ausschilderung und nichts, steht ein kleines Mikro dran. Und gerade wenn da nichts steht, von wegen, gehen eigentlich alle Leute vorbei und die da sehen und fangen an, damit rumzuspielen. Also düdeln die. Und hier wurde dann von dem einen Mikro wurde es in eine andere Etage übertragen, wo dann eine Box stand. Vor der Box stehen dann zwei, drei Mikrofone, die völlig wieder aus dem, für den normalen Besucher scheinen die aus dem Kontext gerissen zu sein. Von dort aus wurde wieder verkabelt in eine andere Etage. Da standen mehrere Boxen und schon eine kleine Batterie an Mikrofonen. Dann wurde von dort aus wieder übertragen bis in den Park vorm Gebäude. Und wenn dann oben jemand anfing, diese Spieluhr zu drehen, unten im Park, was auf den ersten Blick überhaupt keinen Zusammenhang hatte, gab es dann eine riesige Geräuschkulisse von dieser Idee der Internationalen, die dann aber auch zersetzt wurde mit allen Zusatzgeräuschen, die im Gebäude gerade stattfinden, mit all dem, was ringsherum ist. Zum einen eine ganz schöne Idee, wie eine Idee sich verändert und entwickelt, gleichzeitig aber auch kontaminiert wird und jeweils von dem Ort, an dem sie stattfindet, von dem sie sich ausdehnt, verändert, modifiziert wird, sich möglicherweise entwickelt oder zerstört oder zersetzt wird.
muss ich ein bisschen darauf hinweisen, dass du ein bisschen sputen musst. Ich muss schneller werden, gut. Eine Coal-Drawing-Maschine, geführt von der Hexe der Mine. Eine chinesische Para-Production. Ich hab doch noch 15 Minuten zum Reden. ja. Nicht hetzen. Hier haben wir Nia Feng macht Para Productions. Er produziert irgendwas mit mehr oder minder Sinn. Wir haben in seinem Sinne 18 Tonnen Textilmüll aus China importiert. Wir haben das alles ganz offiziell abgewickelt. Ich hatte wirklich jedes Zollamt Europas an der Linie. Die Papiere sind korrekt, aber wir verstehen es nicht. Ganz Europa versucht, den Scheiß loszuwerden, meist nach China, und sie holen ihn zurück. Können Sie uns das bitte erklären? Das war ganz interessant. Wir hatten diesen Kilt tatsächlich darin auch geschmuggelt, aber wer wühlt sich durch 17 Tonnen Textilmüll? Dann aber einfach sowas hochzuschaffen. Ha? Darf ich dazu sagen, wieso habt ihr das geschmuggelt? Weil es extrem kompliziert und kostspielig ist, es legal zu importieren. Okay. Und zwischen dem ganzen Textilkram ging das ganz gut mit durch. Ähnlich wie, wie macht man 1000 dreckige Kohlesäcke, die unter der Decke hängen sollen, wenn man Gewichtslimits hat, die nicht überschritten werden können, wie kann man zu so einer Sache hinkommen? Zum einen, Kohlesäcke gibt es eigentlich nicht mehr, vor allen Dingen keine gebrauchten in Europa. Dann haben wir eine Firma in Japan gefunden, die halt noch diese typischen, nicht in Japan, in Indien gefunden, die noch die typischen Jutesäcke machen. Dann haben wir gesagt, gut, dann putzen wir die Mine halt mit den Säcken. Dann sind es halt wieder Kohlesäcke. War alles ziemlich verdreckt. Dann aber, gut, das muss relativ leicht sein. Auch Duchamp hatte schon mit Papierkügelchen dieses Gefühl von, da sind Chunks drin, da sind Stücke drin. Dann hatten wir so einen Polyesterschaum. Und dann muss man aber für 1000, in unserem Fall waren sogar vielleicht 1300 so rund, dann muss man erstmal dafür Bällchen machen und dann müssen die Säcke verdreckt werden. Also wir brauchten eine Menge Dirty Sacks und dann müssen die gestopft werden, dann müssen die gehängt werden, dass wir im Endeffekt praktisch das ganze Team bis zur Direktion ein komplettes Wochenende Pizza und Drinks und Säcke machen. Wie kann man sowas produzieren? Nur dadurch, dass sehr viele Leute helfen. Hier in Genk war halt dann ganz besonders, wir hatten im Endeffekt über 60% der Bevölkerung hat die Ausstellung gesehen. Wir hatten über 400 Volunteers, dass wir im Endeffekt gar nicht wussten, wo wollen wir mit den Volunteers hin. Weil es ging ganz explizit um die Geschichte dieses eigenen Ortes. Und insofern haben sich sehr viele Leute damit identifiziert. Was uns wiederum die Arbeit sehr einfach gemacht hat, weil viele Leute da waren, die sagten, ja, wir machen gerne irgendwo mit. Ja, und komisch, jetzt sind wir plötzlich in einem Palast. Also es geht nach Russland, das Generalstabsgebäude das liegt direkt dem Palast gegenüber, ist renoviert worden und soll langfristig auch Sammlung sein. Dort gibt es eine kleine Abteilung für zeitgenössische Kunst, die Hermitage. Der derzeitige Rektor hat diese Idee, auch sich mehr mit zeitgenössischer Kultur zu befassen. Und dort sollte jetzt Manifesta eigentlich die erste größere Ausstellung machen. Das große Problem, das Gebäude, frisch renoviert, war nach wie vor komplett unter Kontrolle von Militärs, die erstmal so, nö, hier kommt ihr nicht rein. Und von wegen zeitgenössisch ist eh zersetzend, wollen wir sowieso nicht. Es war ein tagtäglicher Kleinkrieg, irgendetwas überhaupt zu machen, auch nur in dieses Gebäude rein zu können, war schon ein unglaubliches Thema. Und das waren so Geschichten, wo von vornherein hieß, nein, auf gar keinen Fall, das wird nicht zustande kommen. Thomas Hirschhorn wurde eingeladen, die hatten halt diesen ganzen Komplex, hatten sie mit irgendeinem mehr oder minder verrückten Architekten in ein einziges Gebäude verwandelt. Innenräume 17,5 Meter hoch, 13,5 Meter hohe Türme. Mein erster Gedanke war Speer. Er ist irgendwie zurück, also so sehr, fast faschistoide Architektur. Und hier schon, der von Haus aus eine große Begeisterung für die Konstruktivisten, für diesen Umbruch zum Anfang des Kommunismus hatte, sagte eigentlich, ich verstehe es nicht, bei all dem, was in Russland los war, man sieht hier gar nichts. Es war alles wie frisch polierte Wände. Hier ist ja überhaupt nichts von der Geschichte zu sehen. Man müsste das eigentlich alles wieder aufreißen.
da dieses ganze Gebäude so war, von wegen, du fasst überhaupt nichts an, haben wir dann halt ein Gebäude reingesetzt, das wir aufreißen konnten. Darunter ist eine spezielle Struktur, die eigentlich dafür angefertigt wurde, in Leichtbauweise, und dann wurde dieses Gebäude dort eingesetzt. Und sieht so ein bisschen so aus, als wäre vielleicht gerade eine Bombe hochgegangen oder ein Erdbeben hätte die Fassade abgerissen. Man schaute dann in einzelne Räume rein, die den Communal Flats, also diesem Standard, dem Standard Apartment aus der Kommunismuszeit nachempfunden war, eigentlich alle gleich oder sehr ähnlich mobiliert, und in den Räumen hingen originale Konstruktivisten. Malevich, Filamenov etc. Jetzt das nächste Problem hier, die Sammlung befindet sich beim Russischen Museum. Das Russische Museum hat eher auch die Sowjetkunst gefördert, steht in einer direkten Competition mit der Hermitage, die wollen eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Hier schon will aber diese originalen Arbeiten, und dadurch gibt es dann wieder einen politischen Konflikt zwischen diesen zwei Institutionen, wo dann der eine sagt, ich besorgte das schwarze Quadrat, aber hör auf, mit den Leuten zu reden. Also ein elender Kleinkrieg im Endeffekt, doch, es ist zustande gekommen. Da sieht man auch Originalarbeiten. Sowas wird dann zum Beispiel, es gibt keine Infrastrukturen an dem Ort, du darfst eigentlich nichts anfassen. Wir haben hier im Endeffekt Alpinisten von der Decke abgehängt. Die haben diese gesamten Installationen gemacht, und die Alpinisten haben auch die millionenschweren Originalgemälde in diesen Kasten gebracht und da oben installiert. Und das war unser schönster und größter Affront. Francis Alice hat diesen Sowjetwagen genommen, das steht auch mit ihm ganz persönlich im Zusammenhang. Als Jugendlicher wächst, alles ist höchstwahrscheinlich ein Begriff, er wächst eigentlich in einer gutbürgerlichen belgischen Gesellschaft auf, ist ein rebellisches Kid, wie ganz normal in den bürgerlichen Gesellschaften. Zusammen mit seinem Bruder besitzen sie einen Lada, und eines Tages, gerade mal mit 18, sagen sie sich auf zum Herz der Revolution, sie wollen nach Moskau fahren. Der Wagen bricht dann aber bereits in Holland zusammen. Und wir haben ihn eingeladen nach St. Petersburg, und er sagt, ja, ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wo soll ich hier anfangen, und sagt dann irgendwann, ich fange bei meiner persönlichen Geschichte an, wir wollten mal ins Herz der Revolution, und gerade wenn ich sehe, wie Russland sich verändert hat, das, was meine Vorstellung war, das, was heute gegeben ist, wir fangen mal mit dieser Reise an, da wird ein Roadtrip raus. Dann ging die Ukraine los, dann wurde der Flieger abgeschossen, wo aus Holland dann sehr viele Boykottaufrufe kamen. Wie kann Manifesta im Reich des Übels versuchen, Kunst zu betreiben? Und sagen, ja, irgendwo muss man doch noch versuchen, miteinander zu reden. Und wenn nicht so eine Aktion wie diese, dann gibt es irgendwann gar nichts mehr. Wobei alles sich dann immer weiterentwickelt. Ich komme mit dem Wagen hier rüber und wir hauen den von Baum. Was dann natürlich auch ein absolutes No-Go war. Ganz interessant eigentlich. Der Direktor hat sich im Endeffekt nach langem Hin und Her dazu durchgerungen, okay, darfst installieren, aber du haust den anderswo von Baum und dann bringst du ihn dahin. Nein, wenn überhaupt, dann geschieht das hier, direkt vor Ort. Wenn ich jetzt in Russland was mache, dann setze ich diesen Wagen im Herzen, in the heart of power, muss der vor den Baum. Dann hatten wir die Genehmigung dafür, am Morgen dieser Produktion, das ist auch gefilmt worden, das Hauptding war, wir machen einen Film daraus, und das wächst zu so einer Installation im Park. Der Direktor zog am Morgen nach Moskau, in dem gleichen Moment übernimmt der Deputy Director die Kontrolle in der Hermitage. Der Direktor war ja etwas offener, der Deputy war ein überzeugter Zarist. An dem gleichen Morgen hatten wir keine Genehmigung mehr zu filmen. Dann, noch ein bisschen hin und her, entweder jetzt oder nie, sind wir ohne Genehmigung einfach alles mit 50, 60 Stundenkilometer vor diesem Baum gefahren. Daraufhin ist die Polizei gerufen worden, wir sind angezeigt worden, wir sind ursprünglich aus der Hermitage gefeuert worden, und es hieß, das war euer erstes und euer letztes Manifesta-Projekt. Manifesta ist vorbei. Das war der Anfang unserer Produktion.
hat sich im Endeffekt alles, die Wogen haben sich geglättet, wir haben weiter produziert und ist sicherlich ein sehr bemerkenswertes Projekt geworden, weil viele Dinge, wo sich so über 40, 50 Jahre auch noch Nachwirkungen der doch sehr einer sehr hierarchisch strukturierten Gesellschaft, wo es immer heißt, nein, es ist nicht möglich, es ist nicht möglich, es sind viele Dinge geschehen, die im Endeffekt ja doch möglich sind. Und heute hören wir dann teilweise von Kollegen, wir merken eigentlich erst jetzt, was das bedeutet hat, was für Dinge dort umgesetzt wurden. Tja, ich rede mal einfach so ein bisschen weiter. Du hast gesagt, ich soll mich beeilen. So, wir sind in Zürich. Wie ihr höchstwahrscheinlich wisst, What People Do for Money. Christian Jankowski, selber Künstler. Eine ganz andere Sache, wie so ein Cuauhtémoc Medina, der ganz klar strukturiert. Er lädt andere Kollegen ein. Wir haben diese Kombination. Jeder Künstler sucht sich einen Berufszweig, für den er sich interessiert. Wir haben eine Liste von über 300 Berufen. Und dann suchen wir in dem Bereich ein Gastgeber für diesen Künstler. Irgendjemand, der ihn ein bisschen in Zürich orientieren kann und gleichzeitig der ihn in seinem Berufsfeld orientiert. Und aus diesem Zusammenspiel soll eine Arbeit entstehen. Gleichzeitig eine zweifach strukturierte Ausstellung. Zum einen haben wir dann Arbeit in den Institutionen. Jankowski nennt das große Schwester, kleine Schwester. Wir haben Arbeit in den Institutionen und Teil der Arbeit findet direkt in diesen Satelliten, nennt er die statt, also beim Host. Was unsere Hosts angeht, das geht möglicherweise, das geht vom Klärwerk bis zur transsexuellen Sexworkerin im Langstraßenviertel bis zur, wir haben letzte Woche den Exterminating Angel von Buñuel mit der Kriminalpolizei Zürich neu aufgelegt. Das war ein bemerkenswertes Ereignis, ja. Tja, Zürich. Kommen wir mal zu Tat. Was haben wir in Zürich? Das ist Tagesvolumen Produktion der Stadt Zürich. 80 bis 100 Tonnen Scheiße. Zusammenarbeit mit dem Werthölzli, das ist das, was die Stadt an einem Tag produziert. 80 bis 100 Tonnen. Hier haben wir, eigentlich dürfen wir die Künstler noch nicht nennen, bis sie nicht unter Vertrag sind. Hier haben wir diesen netten jungen Mann, den mit dem Hut. Und der arbeitet mit dem Ingenieur am Welthörzli zusammen. Es gibt mehrere Ansätze, das ist eigentlich ein Bildhauer auch oder ein plastisch arbeitender Künstler. Überlegungen sind so ein bisschen ursprünglich, ist der Planet ja so gebaut, es gibt also Lebewesen und die suchen sich irgendwo Nahrung und nutzen die und leben dadurch und dann geht der Rest wieder zurück in den natürlichen Kreislauf. Seitdem wir sowas haben wie Zivilisation, konsumieren wir irgendwas und haben danach eine größere Menge Abfall. Und um mal so ein Volumen zu verstehen, in Zürich sind es halt sauber nochmal 80 bis 100 Tonnen pro Tag, wo nochmal Tonnen dazukommen der ganzen Abfälle, die eigentlich natürlich nicht überhaupt gar nicht erst im Wasser oder in dieser Art von Materialien sein sollte. Wenn man mal im Werthölzli ist, wundert man sich schon, was da so alles noch mit ankommt. Es sind täglich Container und Container von ja klassischen Dingen, Kondome, Binden, Plastiktütchen, Drogen, doch schon eine größere Menge. Wie auch immer, Boucher, da heißt unser werter Herr hier, möchte dieses Material nutzen und eine Skulptur daraus machen, aus dem Tagesvolumen. Wir freuen uns eigentlich jetzt schon auf den Tag, an dem wir ankündigen können. Heute ist der Tag, wo die gesamte Bevölkerung Zürichs von der SVP bis zum illegalen Drogenhändler an der Ecke, möglicherweise auch noch Immigrant, alle arbeiten an der Entstehung dieser Arbeit mit. Ob sie nun möchten oder nicht, sie sind alle irgendwo mit dabei. Insofern finde ich das ein sehr schönes Beispiel. Wir haben natürlich noch eine riesen Anzahl von Problemen. Das Zeug ist voller Pathogene, es erzeugt Gase, die könnten durch Pasteurisierung rausgezogen werden. Ist eigentlich weniger Konsistenz. Wir arbeiten also daran. Früher wurden ja mal diese Stoffe auch zu Baustoffen, Adobe in Lateinamerika oder auch in vielen anderen Ländern der Welt gemacht. Wie müssen wir mit dem Material umgehen, um wieder ein konstruktives, etwas Nutzbares draus zu machen? Hier wird es eigentlich verbrannt und das ist dann gut für Energie. Wir möchten ein Konstruktionsmaterial draus machen. Wie müssen wir damit umgehen, dass es nicht mehr unbedingt gefährlich ist für Leute, die es möglicherweise sehen? Weil erstmal sind natürlich
ja, Bakterien, Pathogene drin, dass es sicher ist und dass es genügend verdichtet ist, dass man damit arbeiten kann. Derzeit sind wir in diesem Entwicklungsprozess so, dass wir das zu so einer Art, ja, doch festeren Ton kriegen. Damit kann man arbeiten. Und ich freue mich eigentlich sehr. Wir hoffen, dass dann früher oder später im Löwenbräu-Areal dieses gesamte Volumen zeigen zu können. Hier sind wir jetzt im Polizeimuseum. Da darf man eigentlich überhaupt nicht filmen. Komischerweise haben wir es doch geschafft. Während der Film ist noch nicht autorisiert. Wir wissen noch nicht genau, was dürfen wir hinterher davon zeigen und was nicht. Also basierend auf dem Exterminating Angel von Buñuel, diese alte Geschichte, die bessere Gesellschaft trifft sich, befindet sich in einem Raum, kommt aus ihren eigenen Konventionen nicht mehr raus, bleibt surrealistisch, metaphysisch in dem Raum gefangen, bis die Wände aufreißen, um am Wasser zu kommen. Einer stirbt, der andere begeht Selbstmord. Großes Drama, bis dann irgendwann Befreiung. Ja, die Kriminalpolizei Zürich wird zum Tier. Bis hin dann, was wir hier haben. Es gibt halt keine Ruinen mehr in Zürich, die wir intervenieren könnten oder umbauen können, wie wir das sonst haben. Ein wunderschönes Projekt zusammen mit der ETH Zürich. Unser Kurator Christian Jankowski hat halt diese Idee. Eigentlich das Herzstück von Zürich, wie entsteht so eine Stadt? Es gibt Wasser. Das läuft zusammen, da ist ein See, eine Stadt gruppiert sich mehr oder minder drumherum. Gut, da kommen hier noch mehr Elemente dazu. Eigentlich müsste unser Herzstück doch auch genau in diesem Zentrum sein. Eigentlich müsste das auf dem See sein. Pavilion of Reflection, das war die erste Idee. Dann, was ist das, was käme da zusammen? Und sagt er, eigentlich versteht ja niemand heutzutage mehr, wie entsteht eigentlich Kunst oder was bedeutet das? Also gibt es ein Programm ja auch hier die ZHDK macht es vor allen Dingen, diese ganzen Treffen und Entstehungsprozesse zu begleiten, daraus ein mehr oder minder alternatives Filmprogramm zu entwickeln. Das wäre der Core-Content des Pavilion of Reflections. Was wollen wir davon noch? Es gibt die Bodykultur in Zürich. Man trifft sich natürlich gerne, man trinkt auch gern mal was. Insofern Pavilion of Reflection, Bar, Body, Kino, Hub, zentraler Punkt. Jetzt im Januar fangen die Studenten von der ETH an, das tatsächlich selber auch zu bauen. Wir hatten halt das große Glück, dass es dort die Klasse Tom Emerson, die sagen, wir möchten nicht nur theoretisches Wissen vermitteln, wir möchten auch gerne was praktisch probieren, insofern die Design ist und die bauen es auch tatsächlich selber. Und dann haben wir halt ja Partner gefunden, die Schwimmpontons, mit Schwimmpontons helfen, dieses und jenes. An und für sich können wir solche Projekte nicht finanzieren. Es geht dann halt nur, weil viele Leute zusammenkommen, die sagen, ja, so eine Idee wollen wir eigentlich machen. Und jetzt sieht es so aus, als wird es real. Sind wir mal gespannt. Naja, und dann ja, gucken wir mal. Ich bin halbwegs durch. Okay. 57 Sekunden über die Zeit. Wow. Nicht schlecht. Was wir hier machen, also wir haben da hinten auch Essen und Getränke stehen. Also wir können es auch ein bisschen lockerer gestalten. Aber es ist natürlich jetzt, gibt es Fragen? An Thomas. Das ist viel zu schnell. Da kann man jetzt extrem viel Wissen rausgehauen, aber es ist schon spannend, jetzt mal eine Linie zu sehen, wo kommt die Manifesta her und was macht sie jetzt hier in Zürich? Also habt ihr irgendwelche brennenden Fragen, die jetzt aufkommen nach seiner Präsentation? Nicht mal komplett. Das ist sehr effektiv. Ja gut, aber ich meine, da frage ich dich jetzt noch ein, zwei Fragen, das ist okay. Aber was würdest du denn sagen, es gibt ja immer so Schritte, also ich habe ja das Gefühl, dass, also Henk war so ein ganz spezifischer Schritt, der explizit für die Manifesta extrem prägend war, also wo man wirklich angefangen hat, richtig site-specific zu arbeiten, wirklich auch den Geist des Ortes sozusagen mitzudenken und auch in den Ausstellungsraum zu tragen. Könntest du dir vorstellen, dass Zürich so ein ähnlicher Shift wird für die Manifesta oder ist das im Moment... Würde ich eher sagen, angedacht war sowas bereits in Murcia, dass er site-specific sein sollte, wo es mit den Curatoren nicht so gut geklappt hat, sagen wir mal so, während wir in Henk einfach da war. Es ist schon wichtig, wie wird sowas aufgezogen, was für eine Idee steht dahinter, was kommt dann zusammen. In Henk hat es einfach sehr gut geklappt. In Zürich würde ich sagen,
von Seiten der Stadt haben wir eigentlich sehr viel Unterstützung. Die sind auch sehr offen. Die sagen auch, hier ist eigentlich alles schon ganz schön poliert und läuft ja alles ganz glatt. Und wir haben ja auch sonst keine Konflikte. Also wir sind möglicherweise gar nicht mal undankbar, wenn ihr die hervorkramt. Also wir dürfen explizit auch möglicherweise Dinge angehen, die sonst nicht so politically correct sind. Ja, die Schweiz, darf ich das jetzt sagen? Es ist ein sehr komischer Ort, muss ich schon sagen. Wir sind im 21. Jahrhundert, wir sind mitten in Europa und da ist plötzlich so ein Nationalstaat. Nationalstaat kann ich sowieso nicht verstehen. Der sagt, nö, wir haben eigentlich nichts mit dem Rest zu tun. Ich habe mir ein 40 Jahre altes Fahrrad aus Amsterdam mitgebracht, da gucke ich auch schon 20 Jahre rum, dass da erstmal jemand kommt und sagt, halt, Steuern, Einfuhrgebühren. Wo ich dann sehe, gut, also es wird für uns natürlich auch sehr schwierig, an so einem Ort zu arbeiten. Wir haben ein Budget, wie wir sonst auch überall haben. Wir arbeiten halt als Europäer, können uns dann aber hier praktisch nicht mehr bewegen. Ich war noch nie irgendwo, wo wir so schnell bei dem Thema Geld sind. Ich kriege sehr viele Anrufe, ja, wir wollen unbedingt mitmachen. Und dann aber nach 2 Minuten, wie, da ist gar nichts zu holen. Was wollt ihr überhaupt? Würde ich dann sagen, gut, das ist sicherlich ein Spannungsfeld, in dem wir uns hier befinden. Es ist sicherlich ein Risiko zu sagen, wir nehmen einen Künstler, der sehr organisch und intuitiv funktioniert. Das macht unsere Partner hier teilweise manchmal ein bisschen nervös, weil die hätten gerne vor einem Jahr schon alles durchgeplant, aber wir sind gerade mal so, dass die ersten Ideen kommen, naja, wir haben ja noch ein halbes Jahr. Was wir ja nicht haben, weil ja alles sehr geplant sein muss und gesteuert sein muss. Wird das hier ein Turning Point? Vielleicht für Zürich? Also das ist, wir haben natürlich mehrere Projekte, die explizit auch in Frage stellen, wie ist das mit dem Geld und mit dieser Fokussierung auf Finanzmarkt? Wie ist das mit so einer Gesellschaft, in der alles so sehr klar geordnet und strukturiert ist? Wie gut oder vielleicht auch nicht gut ist das für eine Gesellschaft an sich? Und dann ist natürlich die Frage da, das betrifft nicht nur die Schweiz, aber die Schweiz ist natürlich schon meiner Ansicht, ganz persönlicher Ansicht nach, ich kann in solchem Fall nicht für die Manifesta sprechen, ist natürlich schon ein extremes Beispiel von Nationalstaat. Passt die Idee von Nationalstaat, die ist ja auch gar nicht mal so alt, passt hier ins 21. Jahrhundert. In dem Punkt würde ich sagen, so ein Konzept wie die Manifesta steht natürlich gerade im Moment im totalen Widerspruch zum letzten Wahlausgang. Ist insofern natürlich auch interessant. Da haben wir solche Sachen, die Kapo zum Beispiel, die waren eigentlich sehr offen uns gegenüber. Die haben dann aber auch gleich gesagt, ja, wir finden das gut, wir finden das interessant, wir wollen auch wohl mitspielen, wir versuchen so tolerant wie möglich zu sein. Nur bitten wir Sie zu verstehen, dass es einen großen Teil der Schweizer Bevölkerung gibt, die nun mal erzkonservativ ist oder sind. Und die werden der Ansicht sein, dass so ein Projekt von zeitgenössischer Kunst und möglicherweise ein surrealistischer Film, das ist alles Quatsch. Und die sagen dann, wieso zum Teufel kann die Polizei sich mit sowas abgeben? Insofern, ja, wir möchten dabei sein, wir möchten aber möglicherweise nicht, dass es an die große Glocke gehängt wird. Das sind dann interne Diskussionen. Wenn mehr interne Diskussionen losgetreten werden, sind wir höchstwahrscheinlich recht erfolgreich. Wollen wir mal gucken. Oder dann erreichen wir unsere Ziele. Ist das für euch so, dass ihr eine nomadische, dass ihr ein nomadisches Unternehmen seid und in Orte geht und wieder, also dahin geht und das wieder verlasst? Ist das, seht ihr da so diesen Vorteil, dass man gehen kann und das machen kann und die Leute sind, man ist dann nicht Schweizer, sondern man kommt vom Ausland in die Schweiz, weil es einem wert ist und man kriegt dadurch so. Es sind Vor- und Nachteile. Ich war in Russland darauf angesprochen worden, wo die Moderatorin sagte, ja, hier ist halt alles sehr, Korruption ist überall ein vorliegender Fall. Wir sind eigentlich nie lang genug da, um so tief Verbindungen zu schaffen, dass die Interessensgefüge dort so dicht wären,
dass wir zu viel dann auf Befindlichkeiten Acht geben müssten. Das ist ein gewisser Vorteil, insofern haben wir vielleicht ein bisschen mehr Unabhängigkeit. Auch wird ein Gast möglicherweise eher ein bisschen ein Gast, sage ich mal, ein bisschen, ja, mit ein bisschen mehr Toleranz behandelt, als der Nachbar, mit dem man halt 10 Jahre zusammengelebt hat, wo man sagt, Mensch, kannst du dir doch nicht erlauben. Auf der anderen Seite, wir haben eigentlich nie Infrastrukturen, die wir mitbringen können. Es ist jetzt seit ein paar Jahren so, ich denke mal mir, mit einer der ersten, ich habe eigentlich gesagt, ich tue es nie wieder, schon nach der ersten Manifesta, und dann gab es immer wieder einen Grund, vielleicht doch, dass inzwischen versucht wird, dass ein paar Mitarbeiter vielleicht da bleiben, ein bisschen Wissen mitgenommen wird, während wir haben schon, wir brauchen immer ein lokales Core-Team, der Großteil des Teams kommt eigentlich aus Zürich, sind vielleicht nicht alles gebürtige Schweizer, aber die leben hier, die kennen ihren Weg, die sprechen Schweizerdeutsch, dann können immer so ein paar von außen mit hinzukommen. Die Sache ist ja so aufgebaut, dass die Mutterstiftung, das sind teilweise nur 3, 4, 5 Personen, die zwischen den Manifestas geht, die auf ein sehr kleines Team zurück, und dann wird ja immer eine nationale Stiftung aufgebaut, also wir haben jetzt hier eine Schweizer Stiftung, die ist in Zürich, die so ein Projekt eigentlich erst abwickeln kann. Und die bleibt dann? Die bleibt, bis alles abgewickelt ist. Wir arbeiten den größten Teil mit öffentlichen Geldern, während ich denke, wenn wir von der Stadt ein Startbudget bekommen, werden wir das um 1 bis 2 Drittel aufstocken können, durch Stiftungen, durch Firmen etc., die halt irgendwie mit ins Boot kommen. Im Idealfall verdoppeln können. Und sobald alles abgewickelt ist, die Arbeiten, die wir produzieren, wir haben eigentlich nur Produktionsgelder, die Künstler kriegen sehr geringe Honorare. Die Arbeit, die produziert wird und für die wir die Sichtbarkeit erschaffen, gehört aber hinterher dem Künstler. Wir selber kommerzialisieren nicht, wir versuchen aber eine Öffentlichkeit zu schaffen, dass der Künstler hinterher relativ gute Chancen hat, seine Arbeit zu verkaufen. Während, wenn er denn will, während da wir nicht für den Markt produzieren, ist das Schöne bei uns eigentlich auch, dass viele, gerade auch hoffentlich junge Künstler oder die nicht so groß im Marktgeschehen sind, eigentlich eine Möglichkeit zu haben, ich mache mal was in erster Linie die Idee ist, ich muss hier nicht daran denken, dass ich das Ding verkaufen muss. Wir versuchen die Unkosten weitestgehend möglich zu decken, und sei es, dass es per diems ist oder dass wir halt Unterbringung, derartige Dinge abdecken, dass einfach jemand sagt, gut, ich kann mal was produzieren, was ich sonst normalerweise nicht produzieren würde, weil ich müsste ja an mein Überleben denken. Vielleicht noch kurz zu erwähnen, das Spannende ist ja auch, also wenn ich jetzt so als einer des Teil des lokalen Teams da reinkomme, dass das Team so anschwillt. Ich glaube, wir sind jetzt gerade so an der Welle, wo es so, dass das Team auf Vollstärke dann ist, und wenn die Ausstellung da ist, dann werden dann eher die ersten Produktionsteams schon wieder abgezogen, glaube ich, und das ist dann immer spannend, dann also sozusagen, es gibt die ersten sozusagen verschiedene Gruppen, die dann drin sind, und ganz am Ende sind nur noch 2 Leute übrig, dann wieder das Ganze abwickeln. Ja. Genau, ich bin in der Regel jetzt, ja, bis der letzte Kasten das Land verlassen hat. Ja, das ist auf der einen Seite ist ein bisschen schade, und auch, also man hält als persönlich Beziehung zu halten und so, ist eine sehr schwierige Sache. Du bist ständig irgendwo anders. Ich war im Dezember noch in Russland, jetzt bin ich hier bis Ende nächsten Jahres. Auf der anderen Seite, wir versuchen halt schon, Infrastruktur kostet ja auch wieder Geld. Wir versuchen schon, so viel wie möglich irgendwie in Kunst und neue Arbeiten zu stecken. Und dann ist halt, ja, bis wann minimal brauche ich jemanden, der an irgendeinem Thema arbeitet, und sobald nicht mehr, halt gut, dann nicht mehr. Was geschieht mit Gebäuden oder was Venues, die ihr habt? Also diese Venues, zum Beispiel in Spanien hatten wir die Venues oder auch die Mine. Wir versuchen in der Regel, dass diese Räumlichkeiten, die wir dann übernehmen, neu aufbauen, dass die hinterher eine neue Verwendung finden. Das waren oft Räume, die waren bisher gar nicht genutzt. Es gibt einige in Murcia zum Beispiel, da sind heute Künstlerateliers drin, einfach weil wieder eine ganz basic Infrastruktur reingebaut wurde. Die sind aber dann nun nicht so schick, als dass die auf dem Immobilienmarkt könnten oder was. Sehr viele der Dinge, die wir bauen, die ersten, die sagen können, ich kann was gebrauchen, sind die Institutionen und Vereine, die vor Ort mit uns gearbeitet haben
Und danach ist es in der Regel möglicherweise erscheinen irgendwann auf Ron Orb. Es sind noch Infrastrukturen der Manifesta da. Wer braucht was? Und dann kommt ein kleines Theater, dann kommt ein Künstleratelier und nimmt noch hier Holzplatten und da Kisten und so mit. Das wird dann verteilt. Dieser Pavillon an und für sich, wir haben nur eine Genehmigung für 100 Tage. Insofern wird der zurückgebaut. Wir können ihn auch nur durchsetzen, weil diese Schwimmträger, die existieren, wir benutzen Dinge, die es vorher schon gab, die werden umgebaut. Die Schwimmträger müssen an den Eigentümer zurück, an den Wasserbauingenieur. Für die Aufbauten, die ETH sagt, wir sind durch, sobald das Ding gebaut ist, das ist unser Ziel, danach ist es euer. Wenn jemand sagt, ich habe eine Verwendung dafür, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man sagen würde, bau es ab, nimm es mit. Können wir noch was zeigen, wo die Manifesta stattfinden? Wir können noch mal kurz zurückgehen zur Karte. Wir sind da noch nicht ganz so weit. Ja. Ich kenne momentan 2/3 der Projekte und zuerst die Ideen, wo Satelliten. Wie viele Projekte gibt es? Wir machen an die 30. Ich sage eigentlich, wenn wir es gut machen wollen, lieber 25. Ich habe lieber ein bisschen mehr und weniger Künstler, aber kann besser an den eigenen Einzelnen arbeiten. Der Kurator hat da 35, möglicherweise 40 New Commissions, also explizit für diese Manifesta entwickelten Arbeiten. Und dann gibt es eine Framework Exhibition oder Historical drin rum. Da sind sicherlich nochmal 40, 50 weitere Namen mit unterschiedlichsten Arbeiten und Disziplinen. In den Institutionen reden wir vom gesamten Löwenbräu, also Migros, Kunsthalle, Luma, Helmhaus. Dann gibt es diesen Pavillon of Reflection und das Cabaret Voltaire wird zum Zunfthaus der Künste. Wir hatten die erste Multigender-Zunft Zürich. Wir kämpfen gerade darum, um das Recht am Sexolyt mitlaufen zu dürfen. Das soll an die 100.000 eigentlich kosten. Sowas haben wir natürlich nicht, wir wollen trotzdem mitlaufen. Wollen in dem Zusammenhang das Cabaret Voltaire halt umbauen. Das sind so unsere Main Venues, hab's ja alle genannt, Löwenbräu, Helmhaus, Voltaire, Pavillon und mit 30 New Commissions hätten wir dementsprechend auch an die 30 Satelliten. Also Teil der Arbeit, der Film, den wir gedreht haben, den wird man sicherlich in der Polizei selbst sehen können. Zum Werthölzli muss man mal gucken, was kann man da sehen. Wir sind beim Rennbootsbauer Stempfli zum Beispiel unten am See. Da wird sicherlich der Chorteil der Arbeit, die mit diesem Bootsbauer entsteht, wird sicherlich auch dort in den Werkstätten zu sehen sein. Im Januar machen wir die erste Satellite-Eröffnung. Das sind aber Eröffnungen innerhalb des Berufsfeldes. Einladen tut dort in dem Fall einen Fotografen, der hat mit einer Zahlnetzin gearbeitet. Diese Ausstellung ist eigentlich nur, da werden eingeladen andere Zahnärzte und da können die Klienten dieser Zahnärztin werden diesen Ausstellungsteil dort sehen. Das ist dann möglicherweise nicht für die Gesamtbevölkerung zugänglich. So ist aber auch dieser Versuch, das wurde vorher gefragt, dass halt ganz andere gesellschaftliche Gruppen plötzlich die sind am Entstehungsprozess beteiligt, die sind so involviert, dass es dann auch Teil ihrer eigenen Geschichte ist. Und diese Satellite Openings, die finden auch innerhalb der Berufsgruppen und der Klientella statt. Da ist nicht unbedingt das normale Kunstpublikum zu eingeladen, sondern das ist dann, also die Kapo lädt höchstwahrscheinlich die Stadtpolizei zu ihrer Eröffnung herein, aber nicht das normale Publikum. Auch wenn es hinterher zu spezifischen Momenten kann auch der Durchschnittsbürger dann zur Kapo gehen und dort diese Arbeit sehen. War das Antwort auf die Frage? Und dann so richtig bekannt wird das natürlich alles auch mit Maps und Zugängen dann erst, also im Juni wird das dann auch als Venue dann eröffnet. Ah. Und aber die ersten Settings, die werden jetzt schon so intern in diesen professionellen Bereichen sozusagen. Wenn es wird sicherlich Orte geben, die nicht für ein Durchlaufspublikum erreichbar sind. Hm. Da muss man dann schon in diesem Berufszweig sein, um dort auch hinzukommen. Ein Berufszweig, der eigentlich nicht unbedingt was mit Kunst zu tun hat. Es war, glaube ich, nie ein Interesse, sich, ich sage jetzt mit Zürich oder auch mit was hier kulturell passiert, zu beschäftigen. Oder mit Künstlern. Also ich sehe jetzt Uma
bist da irgendwie von mir. Oma war eine alte Freundin von. Das ist nicht. Künstlerin, aber das ist wirklich so ein. Ich sag mal, wenn ihr sagt, ja, wir wandern, ihr geht, dann gibt es ein Budget, dann kommt man mit einer Idee. Also ich weiß auch nicht, ob das korrekt ist, aber ich habe gehört, das Konzept war eigentlich, wäre auf jede Stadt anwendbar gewesen. Ist nicht ein Zürich-spezifisches Konzept? Nö, nur das Thema Geld ist sicherlich ein sehr schweiz-spezifisches Thema. Nee, ich glaube, ich war wegen dem Konzept, sorry, weil in der Vorstellung gemeint. Irgendwie war es schon ein bisschen, auch wie ich das in anderen Manifestos gesehen habe, es gibt eine wirkliche Beschäftigung mit, ich sage jetzt, hätte ich mir gedacht, dass es in Zürich eine Beschäftigung mit der, eigentlich mit der, auch der ganzen Alternativkultur geben würde. Also das, es gibt immer, diese Frage kommt immer. Zum einen ist der... Also wenn man nach was Spezifischem guckt, wenn man in Kent nach Bergwerk guckt, wäre wahrscheinlich in Zürich... Naja, wer ist Mann, ist halt immer die Frage. Ne? Es gibt eine, wie gesagt, relativ kleine Mutterstiftung, die sagt, wir laden den Kurator ein. Dann ist der Kurator aber frei und unabhängig, wenn der einmal confirmed ist, in der Entwicklung seines Projekts. Da hat eigentlich weder die Politik noch diese Stiftung, die dahinter sitzt, oder sagen wir mal das Team, das dann sagt, gut, wir versuchen es möglich zu machen. Natürlich diskutieren wir durchaus mit dem Kurator, aber er ist unabhängig, wie er sein Projekt aufzieht. Und das ist eine Sache, die kommt immer wieder, wundert mich eigentlich, aber es kommt doch immer wieder, ja, wo sind denn die Lokalen hier vertreten? Es würde überhaupt keinen Sinn machen, so ein Projekt von irgendwo nach irgendwo zu schiffen, um dann das zu zeigen, was dort vor Ort sowieso schon ist. Insofern für das, was da ist, kann die Antwort ja sein, nein. Ist ja okay. Da würde ich auch wieder sagen, man kann da nicht sagen, die Manifesta. Weil Manifesta ist ein Projekt, das rübergetragen wird. In diesem Moment ist dann aber, was macht dieser Kurator, der eingeladen wurde, dann da was zu entwickeln? Was macht er aus so einer Situation? San Cuauhtémoc Medina sagt möglicherweise, ich will mich ganz explizit mit dem, was hier war, befassen. Den Christian Jankowski sagt, naja, ich weiß ja nicht, und was kommt so, naja, mich interessiert eigentlich, unabhängig davon, ob ich in Berlin bin oder in Zürich, was machen die Leute so fürs Geld, wie sieht das da aus? Hinzu kommt natürlich, es gibt dieses Core-Programm der Manifesta, die kuratierte Ausstellung, dazu gibt es ja immer die Parallel-Events, die haben ein ähnlich hohes Budget wie die New Commissions. Und die Parallel-Events haben, das war eine öffentliche Ausschreibung, haben ganz explizit die lokale Kulturszene aufgefordert, reicht eure Projekte ein, Ausstellungsorte, parallel zu dieser kuratierten Ausstellung, die wir entwickeln. Wir haben über 300 Projektvorschläge von Zürich vor Ort, auch Alternativkultur und alles, was da war, bekommen. Und ich weiß es nicht genau, weil ich nicht in dem Team bin. 50, 60 Arbeiten, denke ich, sind ausgewählt worden, die parallel zu der Manifesta stattfinden. Das ist die lokale, vor Ort existierende Kultur. Und jeder Besucher, den wir anziehen, der kriegt von Anfang an auch die Information, neben diesem Core-Projekt gibt es die Parallel, was eher auf die regionale Kulturstruktur eingeht, dass das nach Möglichkeit genauso betrachtet wird. Nur das würde keinen Sinn machen, wenn das Core-Thema so einer kuratierten Ausstellung wäre. Das kann Zürich dann selber machen. Dann müssen sie sich nicht von irgendwoher jemanden holen. Ich würde mal sagen, also, wir sind ja noch kurz da, wir haben noch so ein kleines Buffet, da würde ich das jetzt mal hier an der Stelle mal kurz beenden. Wir haben eine Weile schon geredet. Also wir sind noch kurz da, trinken da was, freuen uns über, wenn ihr mal mit uns noch kurz reden wollt. Mhm. Und ja, vielen Dank, dass ihr alle da wart und so viel Geduld hattet. Und ja. Danke. Danke euch.